Morgen am Samstag findet im Theaterlabor im Tor 6 die Aufführung des abstrakten Theaterstücks Play Dada statt. Mit überdrehten Parodien, hintersinnigen Choreografien und erhellenden Wortjonglagen weckt das Theaterlabor den alten Dada-Geist zum Leben. Wir haben gefragt, worum es eigentlich in Play Dada geht. Und worum geht es in Dada? Fit, fit. Bumper, bumper. Ömper, dömper, dömper. Und das heißt? Dadaismus. Und für die Leute, die vielleicht nicht ganz verstehen, was damit gemeint ist, was wollt ihr mit dem Stück erreichen? Was ist die Aussage? Die ich Aussage, lebe Dada. Genau, Dada lebt. Dada lebt. In jedem von uns. Die Konsequenz aus den individuellen, einzelnen Nationalitätsgefühlen. Ich meine, ein Nationalitätsgefühl an sich oder ein kurz gesagt Nationalitätsgefühl an sich wäre gewesen. Das Nationalitätsgefühl wäre es mit Sicherheit dem Deutschen, dem Französischen, dem Russischen übergeordnet, weil es allgemeiner und konsequenter wäre. Was war denn die besondere Herausforderung an dem Stück? Dass es schwer ist zu begreifen, was man eigentlich will mit Dada oder ohne Dada. Also ich glaube, das Schwierigste war, dass Dada so ein großer Begriff ist, der alles und nichts sein kann und dass man was finden muss, was für einen selber dann aber was ist. Ja, und was eine Art roten Faden durch das Stück zieht, obwohl es keinen roten Faden wirklich gibt und keine Handlung, ja. Wie in einem geschriebenen Stück oder ja. So. Und dass es trotzdem Sinn macht und eine Dramaturgie hat und fließt und Fluss hat. Und die Proben, wie lange haben die gedauert? Das weiß ich nicht genau. Vielleicht so 8 Wochen ungefähr. 4 Wochen jetzt vor der Premiere. 4 Wochen durchgeprobt und davor war eine Anlaufzeit mit Erstproben. Ja. 3 Wochen davor, ja. Also vielleicht 7 Wochen insgesamt. Das Stück ist eine Revue, eine Hommage an den Dadaismus. Und der Dadaismus, das ist eine Literaturströmung eigentlich, eine Kunstströmung, die so 1915, 1916 begonnen hat und die eine Gegenbewegung war zur traditionellen Kunst, eine Gegenbewegung zum Bürgertum, eine Revolution gegen die herrschenden ästhetischen Vorstellungen dieser Zeit.